Der Daniel Maag ist ein innovativer Biobauer. Immer wieder sucht er nach Lösungen, wie er möglichst nachhaltig und doch rentabel wirtschaften kann. Für ihn ist klar, die Milchkühe gehören im Sommer auf die Weide. Aber wie klappt es mit dem Melken, wenn die Parzelle nicht gerade neben dem Hof ist? Zeit zum Melken auf dem Hof Wiesengrund in Oberglatt. Daniel Maag ist auf dem Weg zu seinen Kühen, die von März bis Oktober auf der Weide bleiben. Wir haben ein Weidemobil. Wir gehen raus auf die Weide melken. Das ist super. Dann kannst du morgen auf die Weide kannst du melken und kommst wieder heim. Und hast eigentlich gemistet und Gülle geführt und alles miteinander. Im Stall fällt für Bauer Maag so keine Arbeit mehr an. Früher wurden die Kühe zweimal täglich zum Melken nach Hause geholt, mussten weit laufen und gefährliche Straßen überqueren. Darum habe ich das gedacht und dachte, hey, wenn du von außen melken könntest, wäre eigentlich das Ringste. Er beginnt nach Alternativen zu suchen und entdeckt, dass im Ausland oft mit Weidemobilen gemolken wird. In Belgien macht das jeder Bauer. In der Schweiz bin ich glaube, der Einzige, der das so konsequent durchzieht, der zu Parzellen geht weiden. Und so muss ich nicht immer um den Stall um die Weide haben, sondern kann so verschiedene Parzellen haben. Und darum mache ich das. Ich mache immer das Einfachste und das Logischste, was für mich stimmt. Seit 4 Jahren ist sein Weidemobil nun im Einsatz. Die Kühe kommen durch den Melkstand durch. Ich habe das Lockfutter, das dann reinkommt. Und dann melke ich sie. Und das Letzte lasse ich es eigentlich wieder raus. Wir sagen denen 5-Ständli-Milch. Das erste Ständli ist eben, dass man es auf der Weide melken, nur Gras, etwas anderes. Das zweite ist kein Antibiotika. Das dritte ist wieder eine Muni, einfach die Natur so lassen. Und das vierte möchten wir es eigentlich fair mit der Region vermarkten. Und das fünfte ist halt ein fairer Preis, wo wir eigentlich die ganzen Kosten eigentlich finanzieren können. Und das ist noch der schwierigste Punkt. Den Betrieb hat Daniel Maag von seinen Eltern übernommen. Bei aller Innovation, eines hat sich nicht geändert. Mein Vater hat schon immer gesagt, Gottes Segen ist alles gelegen. Und ich merke das länger in Miami. Ich kann viele Sachen ausstudieren, ich kann Sachen überlegen. Und das Letzte muss Gott gelingen geben. Und das bin ich fasziniert, wenn hinten nach dieser Schwierigkeit oder nach dem Problem etwas entsteht, wo ich immer wieder staune, dann ist das für mich eine Dankbarkeit und merke, das hat jemand anderes organisiert. Susanne und Daniel Maag führen den Hof Wiesengrund seit 2001. Sie haben umgebaut und beleben den Betrieb mit frischen Ideen. Feiern im ehemaligen Saustall ist eine davon. Der Dani ist wirklich ein Macher. Das ist das Coole bei ihm. Er studiert und tut es nicht nur träumen, sondern er bringt es wirklich auch zusammen halt auf den Boden. Jetzt den Raum, den haben wir zuerst angedenkt und haben ihn umgesetzt. Also das Ganze auf Bio umstellen, andenken und dann die ganze Umstellung haben wir gemacht. Es gibt ganz viele so Sachen. Das ist unsere Hochzeitsweite. Die Brautpärchen, die hier heiraten, dürfen hier schlafen. Wir haben aber auch viele Geburtstage oder auch Firmenanlässe. Der Dani hat einen Blockbaukurs gemacht und hat dann nachher unser Ehebett zuerst gezimmert. Und dann war das Hütchen dran und nachher ist der Stall gebaut worden. Im Juni 2016 fertig geworden ist der große Rundholzstall. Alle Baumstämme kommen aus einem Umkreis von 40 Kilometern. Wir hatten einen alten Stall, wo die Normen nicht mehr gestimmt haben. Und dann haben wir überlegt, was können wir machen, was passt zu mir. Ich liebe es mit Rundholz bauen, das ist eine Leidenschaft von mir. Und habe gesagt, wenn ich einen Stall baue, dann baue ich selber und mit Rundholz. Gedacht, gemacht. So plant und baut Daniel Maag seinen Stall selbst. Wir haben vorne angefangen, einen Stamm unter anderem. Und da sind x Arbeiter geholfen. Und so haben wir es miteinander gestellt. Und super gewesen, hat spannend gemacht, hat Spass gemacht, das zu stellen. Das Besondere an diesem Stall ist das große Glasdach, das Licht und Wärme in den Rundholzbau bringt. Ja, da haben wir einen Feigenbaum. Mein Traum wäre ein Mangobaum, wenn wir die Wärme hinbringen würde, oder einen Bananenbaum oder irgendeine Ananas, verschiedene exotische Früchte hinbringen.
Und wir probieren die Sachen aus, was könnte man denn noch machen. So ein bisschen Versuchsbetriebe. Anstatt die Kälbchen von den Müttern zu trennen, hält Bauer Marc extra eine kleine Gruppe Mutterkühe. Wir machen muttergebundene Milchproduktion. Das ist auch viel einfacher. Und Kälbchen wachsen und gedeihen besser. Und es ist natürlicher. Daniel Marc hat bereits die nächste Idee im Kopf, um seine 5-Sterne-Milch zu vermarkten. Wir produzieren die nachhaltigste, ökologischste Milch. Und unser Ziel ist, eigentlich, die Milch nachher direkt vermarkten. Das heisst, wir machen eine Käserei in alten Stallien, einen Hofladen und möchten eigentlich da die Milch vermarkten.